Hallo, meine lieben Fußballfreunde und herzlich willkommen zurück hier zu A Lost Normal Phone. War das, oder? A Normal Lost Phone. Mein Gott, umgekehrt. Wir machen weiter. Wir sind ja dabei, das Passwort für Something Else herauszufinden. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt echt falsch geguckt habe. Denn, habe ich nicht, aber es war nicht der Geburtstag von Papa. Das hier ist das Passwort, nämlich die Buchmesse. Theoretisch kann man nämlich alle, und das habe ich nämlich in einem Video gesehen, muss man einfach nur die ganzen Daten durchgehen. Und die Lösung ist halt 1219 dafür. So, also 1219. Und wie wir sehen, sind wir hier weiblich. Und das ist sehr, sehr interessant. Ich bin 18 Jahre alt, hier steht das Gleiche und habe blaue Augen. Das ist sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Dass wir hier einen weiblichen Account haben. So, und hier haben wir jetzt auch noch sehr, sehr viele Nachrichten. Von Phil Free. Hallo Phil Free, hallo Sam Singles. Ist Phil dein echter Name? Ich heiße Sam. Cool, ja, ich heiße Phil. Dann hoffe ich, dass du mit Nachnamen Free heißt. Das wäre jedenfalls total lustig. Ich hoffe, nicht nur mein Nickname hat deine Aufmerksamkeit geweckt. Nee, mir hat dein ganzes Profil gefallen. Besonders, weil du so offen bist. Und offen damit umgehst, dass du bisexuell bist. Und weil du gegen jede Form von Diskriminierung bist. Dein Profil ist ganz anders als alle anderen. Ich jedenfalls kriege Lust, es mehrmals zu lesen. Vermutlich, weil es etwas Positives ausstrahlt. Da werde ich ja ganz rot. Danke. Ganz ernst. Dein Profil inspiriert und ich finde dich sehr mutig. Naja, so mutig ist es dann auch wieder nicht, im Internet unter Pseudonym ehrlich zu sein. Im echten Leben ging es mit dem zu mir stehen nicht ganz so schnell. Das kommt nicht von heute auf morgen. Ach so. Und wie hast du das gemacht, dass du im echten Leben offen sein konntest? Meine Freunde aus dem LGBT-Zentrum in meiner Stadt haben mir sehr geholfen. Lesbian, gay, bisexuell, transgender. Von ihnen habe ich mich verstanden gefühlt. So habe ich immer mehr gemerkt, dass ich gar kein seltsames, abnormales Etwas bin. Sondern, dass ich einfach akzeptieren muss, dass ich bin, wie ich bin. Was LGBT ist, musst du mir gar nicht erklären. Ich gehe auch selbst ins LGBT-Zentrum in meiner Stadt. Ah, bist du auch bisexuell? Das erzähle ich dir beim nächsten Mal. Jetzt muss ich los. Bei mir kommt morgen großer Familienbesuch. Und da sollte ich nicht zu spät ins Bett. Okay, bis die Tage. Hi Sam, wie war dein Familienbesuch? Hallo Phil, ehrlich gesagt, nicht so toll. Was ist denn passiert? Naja, sagen wir, ich komme aus einer ziemlich konservativen Familie, die mit dem ganzen LGBT nicht wirklich offen umgeht. Verstehst du, was ich meine? Total, du hast also dich outen wollen und das ist schiefgegangen? Oh nein, das brauche ich nicht mal zu versuchen. Die werden mich sofort hochkant vor die Tür setzen. Autsch, das ist natürlich mies. Meinst du echt, es würde sie so sehr stören, dass ihre Tochter halt bisexuell ist? Tja... Das würden sie vielleicht noch durchgehen lassen, wenn sie allerdings wissen, dass ihr Sohn in Wirklichkeit eine Tochter ist. Und noch dazu womöglich bisexuell. Da steht die Lage schon anders aus. Ah, verstehe, du bist eine Transfrau. Das hattest du mir gar nicht gesagt. Tut mir leid, schockiert dich das? Stört es dich? Nö, gar nicht. Ich wäre der Letzte, der dich deswegen verurteilt. Versprochen. Einige meiner Freunde im LGBT-Zentrum sind ebenfalls trans und da bekomme ich mit, wie ätzend der Alltag für sie manchmal sein kann. Familie ist eine Sache, aber die Meinungen und Kommentare von anderen sind nochmal ein neues Kaliber. Viele Leute nehmen sich plötzlich das Recht heraus, ungefragt ihren Senf dazu abzugeben, wie meine Freunde ihr Leben leben, Leute, die sie oft nur ganz flüchtig kennen. Echt, zum Beispiel? Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die immer wieder auf der Straße angequatscht und gefragt wird, ob sie Mann oder eine Frau ist, als würde die Antwort darauf irgendetwas ändern. Oder ein anderer Freund von mir, wenn er neue Leute kennenlernt und dann irgendwas erzählt, dass er trans ist, bekommt er oft Fragen nach dem Motto, wie läuft das denn eigentlich beim Sex? Sowas fragt man doch niemanden, den man erst eben kennengelernt hat. Aber sobald die Leute wissen, dass du trans bist, meinen manche, sie könnten sich alles erlauben. Das klingt echt nicht so toll. Zu mir hat noch kaum jemand was gesagt, aber das ist bloß, weil ich mich doch nicht ganz fast geoutet habe. Es ist schwer, sich zu akzeptieren und ehrlich zu sich selbst zu sein. Aber das Wichtigste in deinem Leben bist du. Ich finde das schwierig. Ich bin noch so jung, finde ich. Ich fühle mich insgesamt nicht wohl in meiner Haut. Aber mein ganzes Umfeld weiß davon nichts. Meine Eltern sind nicht gerade tolerant und sie denken, ich sei der perfekte Sohn.
Dein Umfeld, sagst du? Hast du schon mal versucht, mit irgendjemandem darüber zu reden? Ja, mehr oder weniger, mit ein paar Leuten. Sorry, das geht mir auch nichts an, ich wollte nur helfen. Aber wir müssen nicht darüber reden, wenn du dich willst. Nein, also doch, ich will gerne mit dir darüber reden. Ich habe das Gefühl, dass du mir zuhörst. Bei dir fühle ich mich sicher. Meine Eltern kann ich mich auf keinen Fall anvertrauen. Sie lieben mich nicht für das, was ich bin, sondern für das, was sie wünschen, dass ich wäre. Also wenn du mit deiner Familie wirklich gar nicht reden kannst, gibt es durchaus LGBT-Zentren, die Unterkünfte vermitteln. Gerade für Jugendliche, die von zu Hause raus wollen müssen. Oh echt, gut zu wissen. Hast du Freunde, denen du dich anvertrauen kannst und die wissen, dass du trans bist? Meine beste Freundin Alice weiß Bescheid. Ich kann dir vertrauen. Das ist also der Grund, weswegen wir so oft mit Alice Kontakt haben und Melissa, glaube ich, hieß ja unsere Freundin, weswegen sie so komischer drauf war. Gut, das ist schon mal eine Erleichterung. Erzähl mir ein bisschen von ihr. Sie ist mir direkt sympathisch. Ich habe sie vor einer Weile in einem Brettspieletreff kennengelernt, wo ich sonntags immer hingegangen bin. Die Sache ist die, ich bin da immer als Mädchen hingegangen. Ich habe mich Samira genannt, habe sogar immer eine Perücke getragen. Wow, mutig, mutig. Cool, dass du dich das getraut hast. Allerdings ist das am Ende ziemlich schief gegangen. Deine dumme Nuss hat herausgefunden, wer ich bin und hat mir gedroht, mich bei den anderen auffliegen zu lassen. Seitdem gehe ich nicht mehr hin. Lass das nicht mit dir machen. Hast du dich sonst noch wohin gewandt? Also nicht nur an das LGBT-Zentrum und deine Freundin Alice? Vor ein paar Monaten hat mir von meinem Freund jemand ein Forum für junge Transgender empfohlen. Es ist ziemlich neu und ziemlich klein, aber die Leute scheinen echt nett zu sein. Hier der Link. Ich denke, das brauchen wir noch. Behalten wir in meinem Hinterkopf. Das Forum kenne ich. Ich bin das sogar selbst Mitglied. Kann sein, dass ich mit deinen Freunden selbst schon zu tun hatte. Möglich wäre es. Wenn du magst, frage ich mal, ob du von ihnen eine Einladung zum VIP-Bereich des Forums bekommst. Oh Gott. Wir müssen wieder ein Passwort herausfinden. Danke, nicht nötig. Da bin ich schon drin. Jetzt bin ich wirklich neugierig, wie du aussiehst. Ich würde richtig gerne ein Foto von dir sehen, auf dem du lächelst und dich gut in deinem Körper fühlst. Oder mit deiner Perücke. Natürlich nur, wenn das für dich okay ist. Kein Thema. Es gibt nur ein Foto, wo ich finde, dass ich im Schloss sehe. Ich müsste es bloß finden. Von meinem Telefon habe ich es gelöscht, aber irgendwann hatte ich es mal bei BU gepostet. Ich durchforste nochmal das Forum, um es wiederzufinden. Aber nur, wenn du mir auch eins von dir schickst. Deal, siehe Anhang, das bin ich. Hallo Phil. Du bist echt süß, Phil. Nee, machen wir noch nicht. Besten Dank, meine Holde. Jetzt bist du an der Reihe. Wir suchen also ein Foto von BU. Warte mal. Nee, das ist dann bestimmt diese andere Seite. So, das alles will ich auch nochmal trotzdem lesen. Hi, wollen wir uns treffen? Ich bin nett und suche Spaß, vielleicht auch mehr, bin gut ausgestattet. Oh mein Gott. Ah ja, hast du ein Foto? Hallo Süße, dein Profil fasziniert mich. Es sagt so vieles aus. Ich frage mich, wer sich hinter diesen schönen Worten verbirgt. Schade, dass du kein Foto hast. Ich würde gerne deine Augen sehen. Und dein bezaubertes Lächeln. Hast du eine Webcam? Lebst du in der Nähe oder bist du nur zu Besuch? Ich habe eine große Wohnung. Hallo, ich heiße Paul und bin neu hier. Ich suche eine Frau, die sich ein volles Leben wünscht und mit mir Kinder haben will. Eine große, schöne Familie wäre mein Traum. Meine Frau würde ich mein Leben lang auf Händen tragen und alles dafür tun, dass sie glücklich ist und sich wie eine Prinzessin fühlt. Ein paar Worte zu mir. Ich bin sympathisch und habe ein festes, gut bezahltes Anstellungsverhältnis. Ich mag schöne Frauen ins Kino. Ich mag schöne Frauen ins Kino gehen und gute Restaurants. Leider ist es im Moment nicht möglich, dass wir uns persönlich treffen, denn ich lebe in Evikastan. Wenn du mir deine E-Mail-Adresse gibst, lasse ich dir meine Telefonnummer zukommen, dann können wir uns unterhalten und uns besser kennenlernen. Gerne hätte ich ein Foto von deinem hübschen Gesicht. Natürlich würde ich dir auch Bilder von mir mit Familie zuschicken. Bitte antworte mir. Hallo, dein Profil sieht interessant aus. Ich würde dich gerne kennenlernen. Wollen wir uns auf einen Kaffee treffen? Ich komme gerade aus einer Beziehung und bin erstmal auf der Suche nach neuen Freunden. Und dann willkommen hier bei Lovebirds. Okay. Internetseite, nicht vergessen. So, BU, warte. BU, war das jetzt... Warte mal. War das jetzt hier mit der Internetseite? Ja. Oh. BU. Okay.
Vorstellungsrunde. Das alles müssen wir jetzt eigentlich gar nicht lesen, finde ich. Also wir haben hier zwar auch geschrieben, aber das ist meiner Meinung nach jetzt dann zu lange, wenn wir hier jetzt wirklich alles lesen. VIP, das sind... Woher soll ich das wissen? Keine Ahnung. Pass auf, ich versuch mal mein Geburtsdatum. Keine Ahnung. 369580. Okay. 5555555555. Oh. Wie lautet das Geburtsjahr deines Vaters? Aufgenommen 2015. Heruntergeladen, ja, heute, aber aufgenommen am. Wenn er 2015 54, dann ist er geboren 1961. Ja. Hallo Samson, du hältst diese Nachricht, weil du um Zusendung eines neuen Passwort gebeten hast. 114668. Okay. Das heißt doch, wir haben mal ein Foto irgendwie. Ach so, oh lol. Ich weiß ja gar nicht, wie wir aussehen. Sind wir das? Sind wir das? Warte mal. Ich bin dieser Miri, aber... Juppie, das sind sie. An dieser Stelle, danke an Barbara. Das Foto von mir hat sie gemacht. Es ist das erste, das ich von mir als Samira... Ich schicke sie wieder am Ende. Warte mal. Super Fotos. Hey, wegen deiner Mutter. Hast du schon mal darüber nachgedacht, einen Geheimrechner zu installieren? Das ist eine App, im Grunde ein ganz normaler Taschenrechner mit allen üblichen Funktionen. Wo du aber beim Installieren eine Zahlenkombination festlegen kannst. Wenn du die dann eingibst, gleich drückst, öffnet sich ein Ordner, in dem du verstecken kannst, was du willst. Okay. Welches Foto ist jetzt aber das, was wir schicken können? Was finden wir hier noch raus? Ist das jetzt das Foto mit uns? Das erste? Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Weil ist ja auch eine Verkleidung hier. Das ist jetzt die Frage. Warte mal, Galerie. Guck mal, das sind wir mit Melissa, denke ich mal. So, das sind wir, das heißt blaue Augen natürlich. So, warte mal. Das sind wir nicht, oder? Nein. Also richtig blau.
Wir können eigentlich ja nur das hier sein. Eigentlich können wir nur das hier sein. Von den Augen her. Okay, dann schicke ich das jetzt. So, zack. Mal gucken. Hey, du bist echt hübsch. Gefällt mir. Wurde das Foto zufällig auf der Transpride in Kovonia aufgenommen? Die Stadt erkenne ich auf den ersten Blick. Für LGBTs ist Kovonia die lebenswerteste Stadt, die mir einfällt. Kovonia? Kovonia. Kovonia. Acht, fünf, neun, zwei, zwei. Vergeht jetzt etwas länger. Das alles will ich hier noch eben. 1.12. Nee, 12.01.2015. Oder? Ist das so, ja. Nachdem das alte gestohlen wurde, habe ich mir also heute endlich ein neues Telefon gekauft. Es funktioniert einwandfrei, aber so ganz daran gewöhnt habe ich mich noch nicht. Alles, was auf dem alten Telefon war, ist weg. Und das fühlt sich komisch an. Meine Fotos, alle. Meine Nachrichten. Ich versuche es positiv zu sehen. Man sagt doch, es sei wichtig, das Alte hinter sich zu lassen. Vielleicht ist das ein Wink des Schicksals. So nach dem Motto, schlag ein neues Kapitel auf in dein Leben in die Hand. Fang nochmal von vorne an. Morgen ist ein Treffen von einer Art Supportgruppe für junge LGBTs. Vielleicht kann ich mich ja dazu durchringen, dahin zu gehen. Ich hab's gemacht. Ich war in dem Support-Meeting. Meine Mutter musste ich eine Lüge auftischen, damit sie mich gehen lässt. Ich habe ihr erzählt, ich wäre ab jetzt in einem Buchclub. Sie war so begeistert davon, dass sie direkt einen Kuchen für mich und meine neuen Freunde gebacken hat. Ich merke, es ist ihr echt wichtig, dass ich neue Leute kennenlerne. Wenn sie allerdings wüsste, was für Leute. Ich weiß nicht, ob sie dann noch Kuchen backen würde. 12.06. Ist das, oder? Oder ist es jetzt doch 6.12.? Ich glaube 6.12. Im Brettspieltreff war es heute richtig cool. Melissa war hinterher allerdings echt eklig. Sie ist total eifersüchtig auf Alice und lässt es auch raushängen. Es nervt mich, dass sie so klammert. Kann ihr aber auch nicht helfen. Ihr Alice einfach vorzustellen geht nicht. Für Alice bin ich Samira. Für Melissa bin ich Samuel, also Sam. Und werde das auch immer bleiben. Eines Tages werde ich Melissa die Wahrheit sagen müssen. Aber im Augenblick bin ich einfach nicht dazu in der Lage. Wir sind seit 3 Jahren zusammen und ich glaube, für sie ist das hier die Beziehung fürs Leben. Und ich, ja, ich bin in sie verliebt, aber ich weiß nicht, ob sie Samira akzeptieren könnte. Ich schätze, ich habe Glück, dass Melissa keinen Sex vor der Ehe will. Um ehrlich zu sein, dass sie mich nackt sehen könnte, das ist im Augenblick wirklich, wirklich eine schreckliche Vorstellung. Ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper. 9.12. In der Supportgruppe habe ich heute den Rat bekommen, dass es mir helfen könnte, mich wenigstens einer Person anzuvertrauen. Thema Coming Out. Puh, ich glaube, am kommenden Sonntag rede ich mit Alice. Sie glaubt sowieso schon, dass ich lesbisch bin, weil ich ihr erzählt habe, dass ich mit Melissa zusammen bin. Bestimmt verkraftet sie es, wenn ich ihr sage, dass ich außerdem als ein Samuel geboren wurde. Was für ein Scheißtag. Also 13. Eigentlich wollte ich heute mit Alice reden, mein Coming Out. Aber dann kam alles anders. Ich habe ihr nicht nur nichts erzählt, sondern mich im Gegenteil noch weiter in mein Schneckenhaus verkrochen. Und den Brettspielen kommt auch immer ein Mädchen namens Lola. Was für eine brüde Gans. Heute meinte sie, sie müsse was Privates mit mir besprechen. Es stellte sich raus, dass ihr Freund an dieselbe Schule geht wie ich. Sie hat ein Klassenfoto gesehen und mich darauf erkannt, als Samuel. Jetzt wollte sie eine Erklärung. Ich habe also versucht, ihr irgendwas zu erzählen von wegen. Ich habe einen Zwillingsbruder, aber das kam wohl ziemlich wirr rüber und ich bin auch total rot angelaufen. Sie meinte nur, sag mir die Wahrheit und, aber Samira, ich bin doch deine Freundin. Du kannst mir alles sagen. Das ist alles in ihrer piepsigen Zuckermädchenstimme. Also, was habe ich gemacht? Ich habe ihr die Wahrheit gesagt. Großer Fehler. Sie hat es komplett in den falschen Hals bekommen. Keine Spur von Verständnis. Ich sei ein Monster, meint sie. Ich solle mich im Treffen nie wieder blicken lassen. Kann sie jetzt bitte sterben? Alter. Morgen ist die Transpride. Ich bin so aufgeregt, ich kann überhaupt nicht einschlafen. 20.12. Die Transpride war einfach nur der Wahnsinn. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich mich nicht fehl am Platz gefühlt. Keiner hat mich verurteilt, keiner hat mich schräg angeschaut. Es war einfach nur genial.
Und Covonia ist so ziemlich die Stadt meiner Träume. 100-mal lieber würde ich in Covonia wohnen, anstatt in Melrain, wo die Leute so verstockt sind wie nirgends sonst. Ich wette, 3/4 der Melrainer wissen nicht mal, was LGBT überhaupt bedeutet. 21.12. Mein Vater hat heute Geburtstag. Wir haben in kleiner Runde zusammen gefeiert. Nur meine Eltern, Melissa und ich. Es war furchtbar. Gesprächsthema unter dem Tisch. Homosexuelle Paare sollen keine Kinder adoptieren dürfen. Dass meine Eltern solche Meinungen vertreten, überrascht mich ja nicht besonders. Aber dass Melissa dafür ebenfalls die Weltoffenheit fehlt? Mein Vater ist so unglaublich homophob. Wie ich mich wirklich fühle, werde ich ihm nie sagen können. 31.12. Scheiß Abend, ich habe Melissa verlassen. Eigentlich wollten wir uns treffen und zusammen ins neue Jahr feiern. Ich hatte mich auf einen ruhigen Abend eingestellt. Melissa ist erst heute aus dem Urlaub gekommen und ich dachte, sie wäre bestimmt müde vom Flug. Aber weit gefehlt. Sie hatte für Silvester etwas ganz Besonderes geplant. Sie hat früher immer gesagt, dass sie sich für ihr erstes Mal ihre Hochzeitsnacht aufheben will. Und dann hat sie mir heute ein Foto von sexy Unterwäsche geschickt und gemeint, die wolle sie heute Abend tragen. Ich glaube, sie hat Alice als Bedrohung wahrgenommen und vielleicht hat sie sich gesagt, wenn sie jetzt mit mir schläft, dann kann sie mich behalten, aber keine Chance. Irgendwie ist in dem Moment alles über mir zusammengebrochen. Ich konnte sie nicht weiter anlügen, aber die Wahrheit sagen konnte ich ja auch nicht. 6.1. Melissas Mutter hat mich angerufen. Offenbar hat Melissa an Silvester versucht, sich umzubringen. Ich kann es noch gar nicht fassen. Das ist meine Schuld. Ich bin solch eine Idiotin. Ich habe versagt. Nach dem Anruf habe ich mich hundsmiserabel gefühlt, dass ich Alice angerufen, alles zugegeben und alles erzählt habe. Und sie hat super reagiert. Es hat so gut getan, ihr endlich die Wahrheit zu sagen. Gleichzeitig bin ich echt am Ende wegen Melissa. Wie konnte sie das nur tun? Melissa, 7.1. Melissa sagt, ich bin Gift, das Schlimmste, was ihr je passiert ist. Ich habe es nicht verdient zu leben. 11.1. Laut Note hat mich angeschrieben. Sie sind an meiner Musik interessiert. Ich bin überglücklich. 17.1. Ich habe mich bei einer Datingseite angemeldet. Alice hat mich mehr oder weniger dazu überredet. Sie meint, das würde mich von Melissa ablenken. Ich bin nicht überzeugt. Das Erste, was einem direkt auffällt, als Homosexueller oder Bisexueller hat man dort offenbar nicht viel verloren. Die Seite erlaubt es einem gar nicht erst, Profile von Leuten mit dem gleichen Geschlecht zu durchstöbern. Ich musste mir 2 Accounts anlegen, nur um mir verschiedene Profile anschauen zu können. Keine Ahnung, ob Online-Dating eine gute Idee ist. Ich weiß nicht mehr, was ich eigentlich suche. 27.01. Wir sind fast jetzt da, wo wir sind. Ich mag nicht mehr. Der heutige Tag hätte schlimmer nicht mehr sein können. Erst habe ich von Theo erfahren, dass unsere Eltern seit Jahren anlügen. Uns erzählen sie, mein Cousin Erik hätte sich bei einer Sekte angeschlossen. Dabei haben seine Eltern ihn vor der Tür gesetzt, als sie erfahren haben, dass er schwul ist. Oh. Ich brauche nicht mehr darüber nachzudenken, mich in dieser Familie von Schwachmaten zu outen. Weitere Horror-Nachricht des Tages. Alice zieht weg. Sie kann an der Uni ihrer Träume ein Auslandssemester machen. Und natürlich geht sie hin. Und zwar schon bald. Die einzige Person, die mich in dieser furchtbaren Stadt wirklich kennt und unterstützt, haut ab. Ich schaffe es nicht mal, mich für sie zu freuen, obwohl ich das sollte. 29.01. In zwei Tagen werde ich 18. Ich glaube nicht an Gott. Aber heute habe ich für ein Zeichen gebetet. Irgendwas soll passieren. Irgendetwas, das mir sagt, geh. Lass dir die anderen egal sein. Lösch sie aus deinem Leben. Lass alles hinter dir. Nimm nichts mit. Kein Andenken, keine Männerklamotten, kein Telefon. Wirf alles weg. Fang nochmal von vorne an. Mitternacht ist vorbei. Seit 5 Minuten bin ich 18. Meine Eltern können mir jetzt nichts mehr vorschreiben. Ich bin erwachsen. Ich würde gerne sagen können, ich bin eine starke und unabhängige Frau. Aber ein Transmädel, das in Melrain versteckt, trifft es wohl eher. Oh Mann. Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Wenn ich es noch einen Tag länger in diesem Kaff aushalten muss, dann kann ich für nichts mehr garantieren. An Alice. Hey Alice, ich sitze im Computerraum im LGBT-Zentrum in Covonia und schreibe dir. Ich bin vor kurzem erst angekommen, aber ich möchte mir hier ein neues Leben aufbauen. Das war eine sehr spontane Entscheidung, vielleicht sogar ein richtiger Kurzschluss, aber ich habe mein Leben in Melrain einfach nicht mehr ausgehalten. Das schreiben wir gerade. Ich hatte das Gefühl zu ersticken. Du warst die Einzige, die noch hinter mir stand. Und als du dann gesagt hast, dass du aus Melrain weggehst, das war für mich echt nicht leicht. Ich muss gestehen, du hast recht, ein Datum ist für mich etwas Wichtiges. Ich halte immer Ausschau nach einem Wink des Schicksals oder sowas. Ich habe so sehr auf ein Zeichen gewartet und dann schenkt mir mein Vater zum Geburtstag ein Motorrad. Ein Motorrad? Das musste doch ein Zeichen sein. Alles, was mir gefehlt hat, war ein Ausweg. Und da war er plötzlich. Also habe ich gesagt, ich mache eine Testfahrt. Und dann bin ich abgehauen. Ich fühle mich
Deswegen haben wir nicht mehr geantwortet. Ich fühle mich unglaublich erleichtert. Ich habe mich nicht mehr wiedererkannt in meinem alten Leben, weil ich alles auslöschen wollte, was gewesen ist. Habe mein Telefon einfach weggeworfen, ohne lange darüber nachzudenken. Naja, das war vielleicht ein bisschen doof von mir. Jedenfalls kannst du mich im Moment nicht anrufen, aber ich schicke dir meine neue Nummer per Mail, versprochen. Mittlerweile geht mir auch auf, dass mein Telefon gar kein Passwort hatte. Ich will mir gar nicht vorstellen, was passiert, wenn es irgendjemand findet und darin rumschnüffelt. Alles, was drinsteht, sind Überreste eines Lebens, das nicht mehr meins ist. Ich sende dir Grüße und hoffe, du hast es gut. Deine Sam. Jetzt gerade abends. Hey Sam, ich freue mich, dass du all deinen Mut zusammengenommen hast und in ein neues Leben aufbrichst. Auch wenn uns viele Kilometer voneinander trennen, bin ich immer für dich da. Wegen deinem Telefon, da mach dir mal keine Sorgen, wenn es einer findet. Das Wahrscheinlichste ist, dass er alles löscht und das Telefon für sich behält. Ist immerhin so gut wie neu. Wenn es ein ehrlicher Fehler ist, wird er wohl ein bisschen herumstöbern, um herauszufinden, wem das Telefon gehört. Dabei wird er auf die Gründe und die Geschichte stoßen, die dazu geführt haben, dass du mir Rede verlassen hast. Und dann wird er ebenfalls den Inhalt komplett löschen, um dir dabei zu helfen, die Spuren von deiner Flucht zu verwischen. Hast du eine Ahnung, was passiert? Oder was wir machen können? Denn wir können jetzt die Daten löschen. Der Vorgang, ja. Denn so löschen wir jetzt unser Leben aus. Das war's. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es war ein kleines Mini-Projekt. Das Einzige kann ich an meinem sagen, wo ich gesagt habe, ich muss gucken, was ich jetzt machen muss. Das Einzige, was ich nur rausgesucht habe, war nämlich dieses Passwort für diesen zweiten Account, 1219. Und dann habe ich nur noch gesehen, dass man random Zahlen eingeben muss, weil man die ja nicht weiß. Aber das mit dem Geburtsjahr und so, das wusste ich jetzt nicht. Und den Rest, das war dann einfach. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich fand es sehr, sehr interessant. Letztendlich kann man ja sagen, hat dieses Spiel ja auch so eine gewisse Story. Und auch eben so wieder gewisse Botschaften in Bezug halt eben auch so... Nee, ich will keinen deutschen Start. Ich habe das Spiel jetzt einfach beendet. Das war geil. Daniel, das war ja mal sehr schlau. Das heißt, ihr seht jetzt nur hier einen schwarzen Bildschirm mit mir hier unten rechts in der Ecke. Geil. Nee, ich wollte nur noch mal sagen, also hat ja wirklich so verschiedene Botschaften das Spiel, eben in Bezug auf die Sexualität eines Menschen und aber auch vor dem Verständnis oder Nichtverständnis von Leuten. Jeder soll lieben und machen dürfen, was er will, egal wie alt. Manche sagen schon mit 14, ich bin nicht hetero wie sonst, keine Ahnung, 70-80%. Es ist ein großer Anteil, aber es gibt auch einen gewissen Anteil, die entweder eben homosexuell sind oder bisexuell. Manche sind ja sogar asexuell. Jeder soll lieben dürfen, was er will. Punkt. Und man soll es respektieren. So sehe ich das. Schreibt in die Kommentare, wie fandet ihr das Spiel? Ich fand es gut. War jetzt ein kurzes Projekt. Ich versuche es mit Cryoff hier noch hinzukriegen, dass ich es vielleicht die Tage aufnehmen kann. Aber ich werde gucken, wer weiß, vielleicht sonst einmal deinstallieren das Spiel, dann wieder neu installieren. Und dann hoffe ich, dass das dann jetzt auch bald kommt. Und ja. Und mir wird an der Stelle nur zu sagen, euch einen wunderschönen Tag. Daumen nach oben und Abo nicht vergessen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder auf meinem Kanal. Und bis dann, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, Fußballfreunde. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss.